meine Lieben, wir reden ein bisschen über Tracking, über Kalorientracking, meine eigenen persönlichen, mir auferlegten Regeln. Das müssen nicht Regeln für dich sein, aber vielleicht hilft es dir ein bisschen, durch diesen Tracking-Dschungel durchzufinden. Bitte nehme mich jetzt nicht als Vorbild. Ich bin lediglich dazu da, meine Erfahrungen mit dir zu teilen, die ich jetzt über die Jahre hindurch und unsere zahlreichen Bodyshape-Absolventinnen gemacht habe. Ich möchte also lediglich dich an die Hand nehmen und was du mit der Information machen möchtest, das überlasse ich gerne dir. Kommen wir zum ersten wichtigen Punkt, bevor ich zu meinen 10 eigenen Regeln komme. Kaloriendefizit, wie mache ich es und wie kann ich es euch einfach erklären? Als allererstes gibt es den Grundumsatz, den braucht der Körper, um lebensfähig zu sein. Alles darüber hinaus ist dann der Umsatz, den der Körper braucht, um deine täglichen Aktivitäten auch effektiv umzusetzen. Erste Sache, die du dir auf jeden Fall im Kopf beibehalten solltest, egal wie du gerne tracken möchtest, unter den Grundumsatz zu fallen, ist ein großes No-Go, weil du dann nicht nur Muskeln abbaust, sondern insgesamt an deinem Körper merken wirst, dass er überhaupt nicht mehr leistungsfähig ist und du dann immer weiter in so eine Abwärtsspirale gerätst. Gerne kannst du unten in der Infobox unseren Kalorienrechner vom Bodykiss dir anschauen und dort alle Fragen beantworten, wie viel du am Tag leistest, um zu sehen, was für einen Kalorienumsatz, was für eine Kalorienbilanz du normalerweise hast, um dann zum nächsten Schritt zu wandern und zu sagen, hey, ich möchte ein bisschen abnehmen, gesund abnehmen. Was für eine Kalorienbilanz sollte ich dann fahren? Was für ein Kaloriendefizit sollte ich dann machen? Kaloriendefizit ist nichts anderes, als die Kalorien etwas zu reduzieren von deinem normalen Kalorienbedarf. Dein normaler Kalorienbedarf ist also, der hält dein Körper genauso, wie er ist. Das sind die Nährstoffe, die dein Körper braucht, um nicht zuzunehmen und nicht abzunehmen. Und wenn man davon ein paar Kalorien runtergeht, dann ist es natürlich ganz normal, dass man ein bisschen abnimmt. Man sollte aber immer darauf achten, dass man die Makronährstoffe genügend füttert. Weil wenn du einfach nur wahllos abnimmst, was immer das Problem ist bei vielen Diäten, und dann überall wahllos irgendwelche Nährstoffe wegstreichst, irgendwelche Makronährstoffe, dann geht der Körper nicht nur oft dazu über, einen Hungerzustand zu erreichen, sondern du wirst auch sehr schnell merken, dass du Muskeln zum Beispiel abbaust. Und Muskulatur ist etwas, das wollen wir beibehalten. Deswegen ist es wichtig, genug Fette, genug Kohlenhydrate und vor allen Dingen genug Proteine zu essen. Und deswegen bin ich eben so ein großer Freund von gesunden Tracken. Ein gesundes Kaloriendefizit pendelt sich irgendwo bei Frauen zwischen 200 und 400 Kalorien im Defizit ein. Ich selber bin genau dazwischen. Ich fahre selbst ein 300 Kalorien Defizit. Aber alles findest du unten nochmal in unserem Kalorienrechner. Der wird sich dann für dich einstellen. Was du aber auch sehr einfach machen kannst, wenn du zum Beispiel die Samsung Health App, die ich selber zum Kalorientracken benutze, hast, dann kannst du ganz leicht in deine Samsung Health App gehen, bei den Aktivitäten auf deinem Profil einstellen, wie aktiv du bist. Und wenn du das eingestellt hast, ich bin Aktivitätsstufe sehr aktiv 4, dann wirst du bei deiner Ernährung merken, dass die Samsung Health App dir mit all ihrem Wissen sagt, was normalerweise deine Kalorienbilanz betragen sollte. Und ich bin da knapp bei 2000 Kilokalorien. Und wenn man sich dann die 300 Kalorien abzieht, merkt man sehr schnell, kann man auch bei der Samsung Health App manuell einstellen. Bin ich persönlich, bitte nehmt euch da kein Vorbild, das ist nur, um das ein bisschen klarer zu machen, bei 1700 Kalorien pro Tag fürs Tracken. Jetzt kommen wir zu meinen 10 großen Regeln, die ich auf jeden Fall einhalte und merke, wie sie mir helfen, wie eine Art Guideline, das Tracking einerseits durchzuziehen, andererseits nicht in Heißhungerattacken zu fallen und weitergehend auch noch gesund dabei zu bleiben, keinen großen Hunger über den Tag zu verspüren. Die erste Regel ist, und ihr wollt bestimmt alle wissen, wie ich das mache, da werde ich auch drauf zu sprechen kommen, die ersten 4 Wochen bin ich tatsächlich nicht essen gegangen. Ja, das hört sich jetzt total furchtbar an, aber das liegt daran, dass man reinkommen muss, dass man ins Tracking reinkommen muss, dass man ein bisschen selbst erkennen muss, was welches Lebensmittel an Kalorien hat. Und wenn ihr vor allen Dingen neu im Kalorientracking seid, werdet ihr ein bisschen überfordert sein und viele fragen mich dann auch immer wieder, Anne, wie machst du das mit Essen gehen? Und wie soll ich das tracken? Man kann das sehr, sehr gut machen. Man muss nur am Anfang erstmal zu Hause seine Lebensmittel kennenlernen. Das tut man eben am besten, indem man selbst kocht.
Und wenn ihr dann irgendwann 3 bis 4, man könnte auch bei 3 anfangen, wenn ihr schnelle Lerner seid, könnt ihr es auch nach 2 probieren. Erkennt ihr circa durchs Gucken schon, wie viel Menge an Nudeln sind das, wie viel Mengen passen Reis auf einen Teller, wie viel ist circa so ein typischer kleiner Reisberg, wenn er gekocht ist, an Menge. Und wenn man auch viel gekocht hat, weiß man darüber hinausgehend auch, was alles in so Gerichte reinkommt. Zum Beispiel war ich hier bei einem Dönerladen, eins meiner Lieblingsrestaurants in Freiburg, es ist eigentlich mehr so ein Schnellimbiss Essen, und hatte so einen typischen veganen Dönerteller mit Hummus, mit Couscous, bisschen so türkisch angemacht. Dann hatte ich 4 Falafel und noch ein bisschen gegrilltes Gemüse. Und viele fühlen sich dadurch schon überfordert. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, solche Gerichte vorzuziehen vor anderen gemischten Eintöpfen, weil man da natürlich gar nicht weiß, was da so alles drin ist, sondern Gerichte, wo einzelne Komponenten erkennbar sind. Und da wusste ich, gegrilltes Gemüse kann ich eingeben. Ich kann genauso gut den Couscous eingeben, abschätzen. Dann noch Falafel, die gibt es häufig in Tracking-Apps und bei mir in der Samsung Health App auch fertig als trackbare Maßeinheit eingegeben. Und dann habe ich diese einzelnen Komponenten zusammengeführt. Natürlich werdet ihr es nicht genau wissen, aber ihr wisst im Kopf dann irgendwann schon, da ist Öl dabei, beim Gemüse wird Öl dabei sein, aber auch beim Couscous. Und wenn ihr auch nicht 100% eure Kalorien treffen werdet und wenn ihr nicht 100% vor allen Dingen das Gericht einschätzen könnt, seid ihr so ein bisschen auf der sicheren Seite. Ich bin da eher so ein Freund davon, ein bisschen mehr Öl einzugeben, weil die Leute schon gerne in Restaurants mit Öl arbeiten. Öl ist ja immerhin Fett und Fett ist ein Geschmacksträger. Und dann könnt ihr euch sicher sein, okay, ich habe genug eingegeben, lieber ein bisschen drüber gehen und dann werde ich am Abend oder wann auch immer ihr essen geht, wissen, wie viel ich essen darf. Zweite Regel, die auch am Anfang sehr wichtig ist, findet für euch 3 Abendessen, die ihr schnell zubereiten könnt und die eigentlich immer in eure Makronährstoffe reinpassen. Was heißt das? Ja, kurzer Tipp. Gemüse ist relativ kalorienarm, meistens sehr kalorienarm, aber dafür hat es ein größeres Volumen. Das heißt, Eintöpfe mit viel Gemüse, Kartoffeln eignen sich immer sehr, sehr gut, um als Tracking-Gerichte für euch angepasst zu werden, euch satt zu machen. Für mich sind 3 Gerichte, die ich auf jeden Fall immer zu meinen Favoriten beim Tracken zähle, ein gesundes Curry One Pot. Das findet ihr auch am Montag im Newsletter. Dazu werde ich später mehr erzählen. Dann habe ich auf jeden Fall immer Kartoffeln, sehr gerne in der Heißluftfritteuse und dazu Tofu und Gemüse. Und als drittes habe ich noch einen weiteren Eintopf, einen asiatischen oder eine Linsensuppe. Das sind 3 Gerichte, die machen mich satt. Da weiß ich aus dem FF, wie sie zubereitet werden. Ich muss nicht viel nachdenken und ich kann auf sie zurückgreifen. Wenn ich kurz vorm Abendessen erst nach Hause komme und sage, ach, jetzt irgendwas zubereiten, wo man nicht viel denken muss. Und das Tolle zum Beispiel an der Samsung Health App ist auch, dass man fertige Mahlzeiten sich zusammenstellen kann und speichern kann. Und wenn es da mal schnell gehen muss, man kommt abends nach Hause und sagt, ah, ich habe wieder so und so viel Kalorien, lass uns mal gucken, was kann ich da schnell machen. Da habe ich jetzt keine Lust, irgendwie noch zu tracken und alles zusammenzusuchen. Aber ich mache einfach das, was ich gerne esse, was schnell geht. Dann nehme ich einfach meine vorgefertigten Mahlzeiten, was ich auch sehr gerne bei meinem Frühstück mache, immer wieder das gleiche esse. Dann nehme ich die Mahlzeit einfach rein und es ist schon fertig getrackt. Braucht circa 2 Klicks. Dritte Regel, lasst bitte keine Mahlzeiten aus, außer ihr seid ehrlich mit euch und wisst, ich habe jetzt gerade keinen Hunger. Was man nämlich sehr gerne macht, ist Mahlzeiten auslassen, um Kalorien zu sparen und letztendlich vielleicht nur auf eine Mahlzeit hinauszulaufen, sehr gerne am Abend. Ich weiß, dann kann man mehr essen, dann könnte ich in einer Mahlzeit, weiß nicht, über 1500 Kalorien essen, wenn ich nur einen kleinen Snack hatte. Das ist natürlich eine tolle, große Mahlzeit und man fühlt sich toll. Danach ist super satt, aber den ganzen Tag über fiebert man nur auf diese Mahlzeiten hin. Und das macht etwas mit dem Kopf. Das macht euch krank, das wird euch nicht leistungsfähig machen, das wird euch den ganzen Tag so ein bisschen grantig lassen, außer ihr seid so ein Typ, der typischerweise nichts essen muss über den Tag. Aber wenn ihr das nur fürs Tracken macht, dann wird das auf lange Zeit nicht gut gehen und das wird in Heißhungerattacken ausarten. Also seid ehrlich mit euch, sagt, hey, ich brauche 2 oder ich brauche 3 Mahlzeiten, ich brauche vielleicht noch einen Snack, vielleicht 2 Snacks. Und dann haltet euch daran. Lieber mehrere kleine Mahlzeiten als 1 oder 2 ganz, ganz große, weil dazwischen werdet ihr hungern und werdet das Tracking nicht so lange durchziehen. Vierte Regel ist, plant eure Snacks.
Ihr müsst nicht so sein wie ich, aber ich weiß, dass ich abends vorm Fernseher sitze, gerne einen Film gucke und dann habe ich Lust auf einen Snack. Und wenn dann keine Kalorien offen sind, wird man auch meistens mit dem Tracken aufhören, weil man sagt, Mensch, das ist doch alles doof und abends ist man eh so ein bisschen emotionaler. Und dann sagt man, ist mir alles egal, bringt eh nichts, ich snacke jetzt. Aber wenn ihr schon am Morgen, was ich vor meinem Frühstück schon eingebe, eure Snacks für den Abend plant und letztendlich snacken wir doch auch alle irgendwie immer gerne das Gleiche, dann habt ihr diese Kalorien schon weg, auch im Kopf und wisst, hey, abends ist geplant, über den Tag habe ich noch diese Kalorien übrig, die verteile ich gesund, aber abends habe ich auf jeden Fall noch was Schönes vorm Fernseher zum Snacken, dann werdet ihr auch dranbleiben, dann werdet ihr euch auch auf den Abend freuen können, dann habt ihr keine Probleme und keinen Stress, was das Tracken angeht. Fünfte Regel, Cheat Days sind absolut tabu. Versteht mich nicht falsch, man kann auch Tage haben, wo man abends vielleicht mit den Eltern essen geht, mit den Freunden essen geht und das weiß man im Vorhinein und auch das sollte man so ein bisschen bedenken über den Tag, dass man eher seine Mahlzeiten kleiner gestaltet, wenn man abends, ich weiß nicht, Sushi essen geht und es sehr, sehr kalorienreich wird. Aber man sollte nicht sagen, hey, ich habe jetzt eine Woche getrackt und dann gehe ich all in an diesem Tag, morgens gibt's Brunchen, mittags gibt's Kuchen und noch andere Süßigkeiten, dann gehen wir abends noch dick essen und dann gehen wir noch ins Kino und ich vertilge ganz viele Nachos und Popcorn. Solche Cheat Days führen letztendlich immer zu einer Essstörung, weil man überhaupt kein normales Essverhalten mehr aufbauen kann. Man möchte immer nur für einen Tag leben, man fiebert auf einen Moment hin und alles dazwischen ist ausgeblendet und man fällt sich nur noch wie ein Zombie. Dann müsst ihr auch verstehen, wenn ihr ein Kaloriendefizit während der Woche von ca. 200, 300 Kalorien fahrt und man sich vor Augen hält, dass 1 Kilogramm Fett ca. 7000 Kilokalorien Defizit benötigt und ihr an den Cheat Days über eure Kalorien geht, meistens, wenn Leute richtig ausatmen, 2000 Kalorien drüber geht, dann werden eure ganzen Ergebnisse über die Woche, die Wochenbilanz, wieder ins Positive ziehen, sodass kein Kaloriendefizit mehr entstehen kann. Und da kommen wir dann auch schon zur nächsten Regel. Ich bin schon ein Freund davon, dass man mal so Refeeds macht. Refeeds im Sinne von, wie wir das verstehen, heißt nicht, dass man eben all out geht und sagt, heute mal alles, was ich zwischen die Zähne bekomme. Nein, dass man nach circa 5 bis 6 Wochen Kaloriendefizit und wirklich ordentliches Essen, sage ich mal, sich auch mal wieder in seiner normalen Kalorienbilanz bewegt. Das heißt, ihr werdet trotzdem tracken für ca. 3 bis 5 Tage in diesen Refeed-Tagen nach 5 Wochen. Ihr werdet aber in eurem ganz normalen Kalorienbedarf essen. Bei mir, da ich ja derzeit ein Defizit von 1700 Kalorien am Tag esse, würde ich dann an diesen Refeed-Days, die ich letztens erst hatte, 2000 Kalorien essen. Ja, das ist jetzt nicht die Welt, aber es wird eurem Körper erstens wieder zeigen, hey, wir können auch wieder normal essen, keine Angst, du musst nicht alles abbauen, wir können wieder ein bisschen größere Portionen essen oder vielleicht am Abend ein bisschen mehr essen und nach 3 bis 5 Tagen würde ich dann auch wieder ins Defizit gehen. Siebte Regel, trotz dass ihr essen gehen dürft natürlich und ich würde trotzdem sagen, nicht mehr als einmal die Woche, weil man ist natürlich trotzdem sicherer, wenn man selbst gekocht hat, wenn man sich selbst Sachen vorbereitet hat. Das muss es euch eben wert sein. Bin ich der festen Überzeugung, dass es besser ist für den Körper, dass es gesünder ist insgesamt, wenn ihr vor allen Dingen 80% unverarbeitet esst. Warum das jetzt, Anne? Der Körper befindet sich natürlich trotzdem in einer Art Hungerstatus, weil er weniger Kalorien bekommt, als er sonst bekommt, weil er ein bisschen auf seine Fettreserven zurückgreifen muss und da wird er am besten versorgt von gesunden Lebensmitteln. Und gesunde Lebensmittel sind nun mal die unverarbeiteten Lebensmittel. Kartoffeln, Gemüse, was auch immer für Proteinquellen ihr gerne wählt, ob es Linsen sind, ob es Hähnchen ist, ob es Tofu ist. Alles, was ihr im Supermarkt erkennen könnt, was in seinem normalen Zustand erkennbar ist, ohne Label. Und alle, die verarbeiten Sachen, wie zum Beispiel Fertigpizza oder Zero-Getränke, die kann man sich mal gönnen. Und das braucht man wahrscheinlich auch, um diese Zeit gut zu überstehen und auch manchmal diese Gelüste zu stillen. Aber ich würde trotzdem immer sagen, 80%, vor allen Dingen die Hauptmahlzeiten, greift dort auf unverarbeitete Kohlenhydrate, auf unverarbeitete Fette und auf unverarbeitete, so gut es eben geht, Proteine. Achte Regel, vergesst eure Bilder nicht. Ihr solltet am Anfang ein Bild machen, währenddessen, am Ende oder euch sagen, hey, es gibt irgendeine Hose, wo ich wieder reinpassen möchte, dann nehmt die als Vorbild.
bitte lasst die Waage weg. Ihr könnt sehr, sehr gerne am Anfang euch mal wiegen und gerne mal am Ende, wenn ihr sagt, hey, ich bin zufrieden mit mir. Aber wenn ihr euch immer wiegt und wenn ihr mal sagt, hey, alle 3 Tage und dann vergesse ich es und dann den 4. Tag. Unser Hormonhaushalt ist in dieser Zeit natürlich auch immer unterwegs, mal hoch, mal runter. Dann haben wir natürlich als Frauen auch noch unseren Menstruationszyklus. Wir essen mal mehr Salz, wir essen mal weniger Salz. All das wird dazu führen, dass wir mal mehr Wasser in uns tragen, mal weniger. Und das heißt, das Gewicht kann sehr, sehr stark schwanken und wird uns im Kopf total demotivieren, wenn du gestern so und so viel gewogen hast und am nächsten Tag merkst, hä, ich wiege entweder mehr oder eine Woche später, ich wiege immer noch gleich, das bringt doch alles nichts. Lasst bitte die Waage weg. Ich weiß, es ist schwer. Ich weiß, man möchte sich gerne selbst so ein bisschen so einen kleinen Erfolg mitgeben, aber das wird euch eher negativ beeinflussen als positiv. Wir müssen bei dieser Regel noch ein bisschen über die Makronährstoffverteilung sprechen. Die Makronährstoffverteilung findet ihr in euren Tracking-Apps, in der Samsung Health App zum Beispiel, sehr, sehr schön vorgegeben. Ihr müsst da auch nichts dran ändern. Ihr müsst nicht irgendwie noch mehr Proteine essen, wie das oft im Bodybuilding-Foren vorgegeben wird. Was ich aber vor allen Dingen im Kaloriendefizit euch ans Herz legen möchte, ist, versucht, eure Proteine abzudecken. Schaut, was für euch am besten funktioniert, ob ihr das am Frühstück durch Quarksorten, durch Eier, wenn ihr Eier esst, durch Tofu oder ähnliches. Und wenn ihr die Proteine abgedeckt habt, dann werdet ihr auch im Defizit mit dem Sport genügend Versorgung für die Muskeln haben, damit sie sich nicht abbauen. Das ist eben eine schöne Sache an dem Tracking, dass man auch guckt, dass die Muskulatur weiter versorgt wird und ihr nicht nur Muskulatur abbaut und Fett gar nicht. Kohlenhydrate und Fette könnt ihr natürlich, wenn ihr streng seid, auch immer treffen, also immer auf diese Zahl kommen. Aber da bin ich selbst auch nicht päpstlicher als der Papst. Ich bin eher jemand, der mehr Kohlenhydrate isst in der Diät und weniger Fette, einfach weil es mich irgendwie zufriedener stellt. Wenn ihr aber eher der Typ seid, der mehr Fette isst, das finde ich, da muss man jetzt nicht so streng sein. Aber nicht zu tief mit den Fetten gehen, weil vor allen Dingen auch in der Diät ist es wichtig für die Haut und die Haare, dass man auch genügend Fette zu sich nimmt. 10. und mit wichtigste Regel. Bitte, bitte verarscht euch nicht selber. Studien haben ergeben, wir Menschen machen das. 40% aller Menschen, die tracken, verarschen sich selber, weil sie irgendwelche Lebensmittel so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Wenn mittags die Freundin ein Stück Kuchen mitbringt, man irgendwo ein Brötchen abbeißt, dann sind das nun mal auch Kalorien. Ich wünschte, das wäre auch anders, aber es ist nun mal so. Also alles wird getrackt, entweder ganz oder gar nicht. So geht es leider nur beim Tracking, weil wenn ihr irgendwie 10%, 20% wegfallen lasst, seid ihr unzufrieden, weil ihr nicht abnehmt. Aber diese 10-15% sind es vielleicht, die euch vom Defizit wieder in die positive Bilanz zurückziehen. Ich versuche trotzdem im Kaloriendefizit aktiv zu bleiben, was ganz wichtig ist, weil wir manchmal ein bisschen träge werden, besonders in den ersten Wochen unserer kleinen Diät. Ich finde zum Beispiel, ich habe die Samsung Galaxy Watch 3. Solche Tracker helfen sehr, sehr während unserer Diät, weil sie uns zeigen, wie wenig, wie viel wir uns bewegen. Ich versuche trotzdem ca. 10.000 Schritte am Tag zu gehen. Manchmal sind es weniger, am nächsten Tag ein bisschen mehr. Und ich versuche sportlich aktiv zu bleiben, damit der Körper auch weiterhin seine Bewegung bekommt und nicht immer träger wird. Um euch ein bisschen zu helfen, haben wir morgen in unserem Newsletter für euch nicht nur erneut 3 richtig leckere Rezepte, die ich im Kaloriendefizit jetzt sehr, sehr gerne gemacht habe. Meine Abendessen, mein Go-To-Abendessen, mein Frühstück und auch einen Kuchen. Sondern ich habe für euch auch so kleine Tabellen erstellt mit Lebensmitteln, die man sehr, sehr gut in seine Diät einbauen kann, die Mikronährstoffe enthalten, Gemüse, die kalorienarm sind, aber auch Snacks, Proteine, auf die ihr immer wieder zurückgreifen könnt. Und schaut euch gerne als Newsletter-Abonnent diese Listen an und vielleicht passen sie ja in eure Ernährung. Auf jeden Fall habt ihr heute noch die Chance, unten in der Infobox den Newsletter zu abonnieren und dann seid ihr morgen mit auf der Mailinglist und kriegt diese Liste zugesendet. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Dann sehen wir uns beim nächsten Workout, beim nächsten Erklärvideo und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!